uns ganz viel ein, gemeinsam. Für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen bei Zara. Deswegen alle Zara-Beschäftigten können jetzt ihre Arbeit stehen und liegen lassen und mit uns in den Streik kommen. Heute bin ich hier als Streikende, habe mit meinen Kollegen zusammen diesen Streik heute organisiert. Wir streiken für 1 Euro mehr pro Stunde gemeinsam mit unserer Gewerkschaft Verdi. Das klägliche Angebot, was uns die Arbeitgeber in diesem Zusammenhang auf den Tisch gelegt haben, bestand darin, eine Lohnerhöhung von 1,5% für 2019 und 1,0% für 2020 zu gewähren. Die allgemeine Preissteigerung für das Jahr 2019 liegt bereits bei 2%. Was bedeutet das? Dass die Kolleginnen und Kollegen in diese Tarifrunde eine Lohnerhöhung bekommen würden und trotzdem weniger Geld am Ende des Monats zum Ausgeben hätten. Das ist eine absurde Situation, die wir so nicht hinnehmen können. Im Schnitt haben die meisten 20, 25 Stunden in der Woche. Die haben vielleicht Gehälter zwischen 900 und 1300 Euro brutto und das reicht halt einfach nicht. Es ist schwierig, mehr Stunden und damit höhere Gehälter rauszubekommen. Die sind meistens befristet. Was in Berlin passiert, muss aufhören. Die Filialen müssen aufgestockt werden mit Personal. Die Berliner Kollegen, die es sich nicht leisten können, für 20 oder 25 Stunden nach Hamburg zu reisen oder in andere deutsche Städte, um dort ihre Arbeitsleistung abzugeben, die sollen bitte in Berlin ihre Arbeitsstellen zurückbekommen, denn Bedarf ist da. Seien Sie solidarisch mit Ihrer Verkäuferin und Ihrem Verkäufer, denn wir streiken heute für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen bei Zara. Bei allen Filialen herrscht eine starke Unterbesetzung auf der Verkaufsfläche, eine hohe Kundenfrequenz. Viele Umsätze werden generiert. Die Konsequenz ist, dass viele Kollegen einfach erschöpft sind, psychisch belastet, körperliche Belastungen haben. Wir gehen davon aus, dass der überwiegende Teil der Personen, die bei Zara krank sind, krank werden durch die Arbeit. Die Aktion wird nicht nur von uns natürlich als Gewerkschaft unterstützt und aufgerufen, sondern auch von einer Gruppe von Initiativen, die zu prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet, unterstützt. Und ich finde es total großartig, weil man daran eigentlich das Grundprinzip auch gewerkschaftlicher Arbeit ganz gut ablesen kann, nämlich Solidarität statt Konkurrenz. Deswegen stehen wir heute eben nicht nur alleine hier, sondern mit vielen Unterstützern und das ist einfach fantastisch. International sind wir tatsächlich auch vernetzt von Zara. Als kleines Beispiel, Arbeiter in Bangladesch haben ihre Arbeit verloren, weil sie auf die Straße gegangen sind, um für bessere Löhne, für einen Mindestlohn, aber auch für eine kürzere Arbeitswoche zu demonstrieren. Sie haben es tatsächlich geschafft dieses Jahr, dass es Gesetzesänderungen in Bangladesch gab. Wir haben mit Kollegen gesprochen, die halt ihre Arbeit verloren haben und die haben in Fabriken gearbeitet, die für Zara produzieren. Daraufhin haben wir nach unserer Rückkehr die deutsche Geschäftsleitung angeschrieben und sie aufgefordert, dafür zu sorgen, dass genau diese Arbeiter aus den jeweiligen Fabriken, wir konnten die dann auch benennen, wieder eingestellt werden, weil Zara sich damit brüstet, einfach fair zu sein. Wir wissen, es ist alles mehr Schein als Sein. Glaub's nicht mehr, die Wachstum ist Wohlstandsphrase, dann muss endlich was passieren. So, geh mit den anderen raus auf die Gasse. Wir, ich geh, dann muss man sich organisieren. Zusammenzuhalten und gemeinsam sich einzusetzen für ein besseres Arbeitsniveau für alle, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Das ist, würde ich sagen, das beste Paradebeispiel, was man für Solidarität, für solidarisches Handeln und für Gewerkschaft eigentlich zeichnen kann. Es muss einfach jedem klar sein, der auch sein Geld hier in dem Laden lässt, bei wem er sein Geld lässt und dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Das heißt, die nächsten Streiks werden definitiv kommen. Wir sind nicht zufrieden mit den Ergebnissen aus den Tarifverhandlungen und wir werden deutschlandweit weitermachen. Wir streiken für 1 Euro mehr pro Stunde und für eine Lohnerhöhung, die man auch im Geldbeutel spürt.